Neu hier? Gewöhnlich an eine Menge Nichtstun. Obwohl, mit Trinken und Schwitzen kriegt man den Tag auch rum. Du bist nicht von hier? Nein, ich arbeite auf einem Schiff, das auf den Felsen gelaufen ist. Der Sturm kam aus dem Nichts und hat den Kahn versenkt. Oh. Ah, hallo. Gehörst du zu dem Ausgrabungsteam? Nein, nur auf der Durchreise. Okay. Wenn du was brauchst, der Markt ist in der Ortsmitte, damit du alles hast für die Weiterreise. Danke. Gern geschehen. Ich habe 2 Jahre gebraucht, um sie anzusprechen. Endlich schaffe ich es. Und jetzt? Wer ist der Kerl überhaupt? Hey, wenn du jemanden brauchst, der sich in Kuvak Yaku auskennt, frag mich. Bist du der hiesige Fremdenführer? Ich kenne mich aus. Und weiß, wen man meiden muss. Verstehe. Den besten Fisch gibt's am Dock natürlich. Die Tacos sind im El Licor de Cerdo am besten, aber sein Bier ist pisswarm. Ich werde darauf achten. Oh, und Omar, halt dich bloß von ihm fern. Es sei denn, du willst Ärger. Denkt, er kann in die Stadt kommen und sich nehmen, was er will. Genau. Schön, ich behalte möglichen Ärger im Auge. Behalt ihn besser in beiden. Gott sei Dank. Das Dorf wurde kaum vom Sturm getroffen. Das Epizentrum war näher am Flugzeug. Aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Was habe ich getan? Was, wenn das Erdbeben hier auftritt? Hunderte Menschen werden sterben. Ich muss einen Weg finden, das zu verhindern. Dafür habe ich nicht genug Platz.
Diese konische Gussform aus Eisen wurde hauptsächlich in den 60ern und 70ern genutzt, um kleine Goldbarren zu gießen. Ihre einzigartige Form sorgt dafür, dass sich das Gold am Boden absetzt, wodurch es von Unreinheiten befreit wird. Auf der Insel da war mal ein Tempel. Jetzt sind dort nur noch ein paar Ruinen. Und eine Steinsäule, wie es aussieht. Eher eine Statue als eine Säule. Sehr fein gearbeitet. Ein Universitätsprofessor kam vor ein paar Jahren, um sie zu studieren. Hat er was gelernt? Er sagte, es ergebe keinen Sinn. War ziemlich sauer darüber und hat behauptet, dass wir ihn ausgetrickst haben. Ich wette, sowas hast du noch nie gesehen. Das ist mein letzter. Die anderen habe ich diesem Kommandanten verkauft. Er war ein bisschen schwierig, hat mir aber alle abgenommen. Naja, außer dem hier. Er läuft rund und geht nie kaputt. Eine echte Schönheit, nicht wahr? Nein, ernsthaft. Meine Frau hier ist seit dem Unfall nicht mehr dieselbe. Aber das sanfte Brummen entspannt sie. Freut mich. Das beschreibt etwas in der Nähe. Hole tief Luft und finde mich direkt unter der Nase eines anderen.
Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hast du meinen Mann gesehen? Oder meine Tochter? Ich glaube nicht. Wo hast du sie denn zuletzt gesehen? Sie verbringen die Nächte bei den Sternen. Sie funkeln und winken mir zu. Aber am Morgen gehen sie zum Fluss. Oh. Dort sehe ich sie immer leuchten. Aber der Sturm wühlt das Wasser auf. Ich weiß, sie sind da unten. Ich weiß es einfach. Entschuldige, kennen wir uns? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass das privater Wohnraum ist. Oh Gott, wir haben viel verloren. Aber mir war nicht klar, dass es so schlimm ist. Ich wollte wirklich nicht. Ich weiß. Aber du musst uns entschuldigen. Wir haben viel zu tun. Tja. Behalten Sie die eingeschränkte Verteilung von Vorräten bei. Wenn wir das Gebiet durchqueren, ist es für alle das Beste, wenn sich Ihre Leute über Ihre nächste Mahlzeit oder das Fieber der Kinder Gedanken machen, anstatt über das, was außerhalb des Dorfes geschieht. Sobald unsere Untersuchungen in der Gegend abgeschlossen sind, werden Sie von uns, wie versprochen, 24 Monate lang die doppelte Menge an Rationen erhalten, die Ihnen Care derzeit zukommen lässt. Vorausgesetzt natürlich, Sie halten Ihren Teil der Abmachung ein. Herzlichst, Estella Diaz, Leiterin der Abteilung für kommunale Hilfsprogramme, Trinity Orden. Der Dschungel nimmt sich, was er will. Es ist schwer, ihm Geheimnisse zu entlocken. Aber ich habe eins gefunden, glaube ich. Wirklich? Das Dorf hat viele Schichten. Zieht man eine ab, stößt man auf die nächste. Und noch eine. Es scheint eine lange Geschichte zu haben. Manchmal frage ich mich, ob es in irgendeiner Form schon seit dem Anbeginn der Zeit hier war. Du bist anders als die anderen. Welche anderen? Na, alle. Männer, die nach Öl und Gold suchen. Und alles mitnehmen, was sie tragen können. Neue Gesichter sehe ich immer gern. Ein schönes Gefühl zu wissen, dass unsere Gegend hier nicht vergessen ist. Auch gut für die Kasse, wenn du dir mal ansehen würdest, was wir im Laden so alles verkaufen. Das scheint Abbys Stammbaum zu sein. Ihre Familie lebt seit Hunderten von Jahren in diesem Dorf. Und wie es aussieht, ist sie mit den meisten Dorfbewohnern irgendwie verwandt. Ich weiß, es klingt albern, nach allem, was passiert.
Jemand hat den Weg verbarrikadiert.